Sieht schon echt schön aus, so die Umgebung, ne? Finde ich. Bin jetzt denn auch nicht so der, der unbedingt die beste Grafik haben muss. Also an sich finde ich das schon echt schön gemacht hier. Vielleicht gegen einen Bär ist Feuer vielleicht besser. Ach, hi. Ich erinnere mich, seid ihr es? Wie seid ihr zurückgekommen? Wie habt ihr mich hier gefunden? Ich habe nicht nach dir gesucht. Als ich euch mit Ansel im Quell gesehen habe, bin ich fortgelaufen. Aber nicht aus Furcht. Ich wollte Bericht erstatten, dass Hughes Experiment erfolgreich war. Der Seelenquell ist mehr als nur das Steckenpferd eines einzelnen Gnoms. Mein Kontakt bezahlt gut für Informationen über seine Fortschritte. Ich schicke nur Berichte, um nebenher etwas Geld zu verdienen. Aber ich weiß nicht, wie die Tuatha davon erfahren haben. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Weißt du, ich verkaufe die Informationen aus Geld gern an irgendwen, aber ich habe keine Ahnung, wie die Tuatha davon Wind bekommen haben. Ja, hier kann man sich auch schon mal so ein bisschen entscheiden, wie man sein möchte. Ich weiß nicht, ob das nachher noch Auswirkungen hat, aber Zeit zu sterben. Ja, sollten jetzt nicht wir sein, die das entscheiden. Wem habt ihr Bericht erstattet? Ja, irgendwem. Also, ich traue dem generell nicht. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen Geld daraus Ich bekommen. habe kein. Also gut, hier. Mehr habe ich nicht. Und außerdem die Bezahlung für die Information. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich gehe nach Hause, nach Odessa. Das ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, welche Strafe er hat, sondern eigentlich die des Gerichts, des Herrschers, was auch immer, der Gnome. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ziehen wir einfach mal ein bisschen persönlichen Nutzen daraus. Boah, weitergehen, schau ich nochmal hier, da sind auch Viecher, Wölfe. Okay, die sind allerdings stärker als der Bär, muss ich sagen. Die halten auf jeden Fall mehr aus. Bei Wölfen besteht ja immer die Gefahr, dass die sich noch irgendwelche Unterstützung holen. Und wo sind wir hier? Neuer Ort entdeckt. Steinkerzen. Schauen wir uns doch vielleicht mal an. Oder auch nicht. Doch, ist ein Tor auf der Karte. Ja, gut. Keine Ahnung, wo wir jetzt zuerst lang gehen. Vielleicht machen wir lang, wenn es geht. Einmal kurz gucken, was ist, wenn ich F5 drücke? Ist das schnell speichern? Ich liebe schnell speichern. Deswegen würde ich gerne einmal kurz gucken. F5 schnell speichern. Sehr gut. Das Gegenstandsrad ermöglicht es dir im Spiel schnell auf Konsumgut zuzugreifen. Ah, hier kannst du Konsumgut aus deinem Inventar hinzufügen, indem du ein leeres Feld auswählst und 2 drückst. Darüber hinaus kannst du dem Gegenstandsrad auch aus deinem Inventarbildschirm heraus konsumieren. Ja, das ist gut. Vielleicht das. Machen wir die mal hier hin. Dann Mana da. Okay. So. Manchmal sind auf deinem Weg tödliche Fallen versteckt. Halte die Augen offen. Ah, eine Bärenfalle.
Kann ich sie irgendwie entschärfen? Allgemein gefährlich. Schauen wir mal an, wo wir hier so lang kommen. Kobolde. Oh, das sind mehrere. Die scheinen recht stark zu sein. Oha, da, ich hasse Fernkämpfer. Oh, oh fuck. Oh, okay, da kommt auf jeden Fall mehr als ein Angriff. Ach, der lebt noch. Ja, das, da oben ist dann nichts mehr zu sehen von dem Lebensbalken, deswegen denke ich immer, der ist schon tot. Ja, den Kometenstachel hätten wir gerade vielleicht schon helfen können, habe ich nicht dran gedacht. Ich hoffe, das hat sich jetzt auch gelohnt. Schattenprisma. Keine Ahnung, ob sich das jetzt gelohnt hat. Mal sehen, wo wir hier weiter hinkommen. Ja, dann gehen wir erstmal hier lang. Schwer. Lassen wir mal. Okay, hier geht's natürlich nicht weiter. Wie soll man da auch rüberkommen? Sonst habe ich gleich keine Dietriche mehr, wenn ich die jetzt, wenn ich bei leicht und einfach schon so viel verbrauche. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ah. Diesmal am besten zur Seite ausweichen. Erstmal auf den, der eh schon fast down ist. Oh fuck. So, komm, noch einmal. Schon praktisch, dass die Zeit auch angehalten wird. Dann also in aller Ruhe sich die Tränke reinpfeifen kann. Boah, das war ja auch so schlimm bei The Witcher 2, dass du da während des Kampfes keine Tränke zu dir nehmen konntest und sowas. Erfahrungsverstärker. Lass uns den mal ansehen. Erhöht die EP, die du pro Kill erhältst, um 10%. Ja. Permanent oder... Permanent oder nur auf eine bestimmte Zeit? Da stand jetzt nichts. Prozent so permanent, ganz so früh am Anfang, einfach so durch so einen normalen Gegner. Ja, aber schon krass, ne? Und jetzt kommt wahrscheinlich den Weg wieder zurück.
Komm mal her, du. Hätten wir. Oh, den habe ich nicht ankommen sehen. Okay, sind nur noch die beiden wohl. Man muss hier echt gut aufpassen, ne? Mit den Gegnern, also so, dass so früh jetzt schon so relativ starke Gegner kommen, hätte ich jetzt weniger mit gerechnet, muss ich sagen. Aber abbrechen, aber ist ja auch nicht schlecht eigentlich, dann lernt man schon früh auf alles zu achten. Brutaler Stab. Gemme erhalten. Gemme sind mächtige Verzauberungen, die Waffenrüstungen an den Gemmentisch hinzugefügt werden können. Lass mal generell gucken, was wir da noch gefunden hatten. Da war doch noch was im Grün. Baumwollhandwickel. Warte mal, jetzt haben wir 5 und plus 5. 4. Eine Fassung hat das, okay. Stärkender Langbogen. Der ist gut. Ui, der ist gut. Blitzschaden. Erforderlich Stufe 2. Achso. Ja, dann. Und Gegenstände. Okay. Ich mag das nicht, wenn ihr sowas. Ach, guck mal. Zwei Ringe kann ich ausrüsten. Okay. Beendet aus der Dunkelheit ins Licht. Das ist unsere aktuelle Quest, die wir gerade nicht so wirklich verfolgen. Beziehungsweise wir haben sie verfolgt, bis wir hier die Höhle gefunden haben. Aber hier in der Mine sind wir jetzt auch fertig. Ich hab's gerade zum noch gesehen. Komm, versuchen wir's mal. Ah, dass es doch sofort kaputt geht. Okay. Du musst dann echt bei jedem kleinsten Wackeln schon aufhören. Wie schön das Geräusch vom Wasserfall kommt, wenn man hier reinläuft. Gut, sind wir hier raus. Schon mal eine schmerzhafte Erfahrung, würde ich sagen. Aber hat uns auch eines gezeigt. Die Gegner werden hier schnell relativ stark und ziehen einem schnell relativ viel ab. Ihr kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Der, den wir suchen sollten. Schicksalsweber betrachten das große Gewebe des Schicksals. Ach. Seine Fäden zeigen uns, wie sich ein Leben entwickeln wird. Aber die Zukunft zu kennen und in der Lage zu sein, sie zu ändern, sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Ja. Das stimmt wohl. Tatsächlich. Der arme alte Fomerus Hughes. Er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. Vermutlich. Die Karten hatten mir verraten, dass der Seelenquell funktionieren würde. Aber auch, dass der Tag von Hughes Erfolg gleichzeitig der seines Todes sein würde. Er hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Er wusste es also. Aber ich schätze, ein klein wenig könnte ich euch wohl doch helfen. Im Andenken an Hughes oder zur Feier seines Erfolges sucht es euch aus. Großer Trank der Lebensregel, großer Mann. Regenerationstrank, mein Gott. Ihr wisst wirklich nicht besonders viel, oder? Ein Schicksalsweber greift die Fäden des Schicksals auf und kanalisiert diese Energie durch einen Fokus. Mein Orden bevorzugt dafür die Karten. Und da wir alle das Gewebe unterschiedlich sehen, besitzt jeder Schicksalsweber einzigartige Karten. Okay. Euch? Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Oh, nicht gut. Führe Spezialangriffe aus und besiege Gegner, um fehlende Schicksalsenergie zu sammeln. Okay. Was sind Spezialangriffe? Noch ein Staubling für die Ah, wenn Ernte. deine Schicksalsleiste voll ist, posiert das Schicksalssymbol. Dann kannst du deine Schicksalsenergie nutzen, um den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Im Abrechnungsmodus sind deine Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich erhöht. Er bleibt aktiviert, bis deine Schicksalsleiste leer ist oder du einen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. Halt dies zurück, um die Macht des Schicksals zu nutzen und den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Ja. Ich muss die ganze Zeit. Achso, nee. Ah, okay. Wenn du gegen einen Altersmodus besiegst, beginnen ihre Schicksale sich aufzulösen. Das bedeutet was? Bewege dich nah an einen Gegner heran, dessen Schicksal sich auflöst und drücke F, um einen Schicksalsbrecher auszuführen. Du verbrauchst dabei deine verbliebene Schicksalsenergie, um alle Gegner, deren Schicksale sich auflösen, zu vernichten. Okay, cool. Das heißt, der andere müsste auch sterben. Ah! Okay. Das sah ein bisschen aus wie bei Mordor Schatten, ne? Mit diesem Geistmodus, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Aber bevor der mich, obwohl vielleicht halt mich ja doch irgendwer anders Was? oder Wie? Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Hughes mag euch ins Leben zurückgeholt haben, aber auch das gehörte zum Plan des Schicksals. Allein ein Gott könnte tun, was ihr getan habt. Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Ihr seid nervös. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde sehen können, welchen Platz ihr im Muster des Schicksals einnehmt. Wer ihr seid, was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen.
Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Es ist immer schwierig, das Gewebe des Schicksals zu deuten. Es ist ständig in Bewegung. Manchmal ist es schwer zu erkennen, aber es ist zweifelsohne da. Eures allerdings fehlt. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist, und damit sage ich nicht, dass ich das glaube, dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Freigeschaltete Schicksale. Okay. Was haben wir hier? Rang 2. Aber wir können im Moment nur die machen, ne? Als kürzlich Wiederbelebter ist dein Schicksal noch ungeschrieben und du selbst hast die Macht, es nach deinen Vorstellungen zu schmieden. Dieses Schicksal macht dich... jetzt kann ich mir hier aussuchen, wie mein Schicksal verlaufen wird. Okay. Dieses Schicksal macht dich zu einem respekteinflößenden Nahkämpfer. Du kannst eine Menge einstecken und für gewöhnlich ist es für dich effizienter, Angriffe zu blocken oder hinzunehmen, als ihnen auszuweichen. Im Gegensatz zu den meisten Kriegern, Amalurs bevorzugen Schurkenangriffe aus sicherer Entfernung, Hinterhalte oder weniger ehrenhafte Arten des Kampfes. Als Schurke schleichst du dich an deine Gegner an, weist ihnen Hieben aus und tränkst deine Waffen in Gift, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Schadenresistenz beim Ausweichen durch Bohrungsschaden. Nahkampfschaden, Blockeffizienz. Okay, hier kann man dann jetzt also sich skillen auf Magier, Fernkampf, Nahkampf. Also, was mich hier... Also, ich bin eigentlich eher lieber so eine Art Schurke, aber kein Fernkämpfer. Und das hier unter Raffinesse, das geht mir doch ein bisschen zu sehr Richtung Fernkampf. Als Akolyt hast du dich dem Arkan und der Meisterschaft der Elementarkräfte verschrieben. Du fortschrittest deine Gegner mit hoher Magie zu vernichten, statt durch primitive oder profane Methoden. Deswegen Zänkerin oder Akolytin? Das ist halt die Frage jetzt gerade für mich. Nahkampfschaden, Blockeffizienz, Elementschaden. Ich bin da überlegen, ob ich mal auf Magie gehen soll. Was mir halt immer blöd auf, was ich halt nie so schön finde, ist, dass das Mana verbraucht. Und dann hast du, wenn das Mana weg ist, hast du da praktisch nichts mehr, womit du groß kämpfen kannst. Und hier kann ich dann dahin weitergehen, okay. Zauberkraft. Das gefällt mir halt nie so gut. Das sind kombinierte. Ich gehe erstmal hier drauf. Vielleicht kann man das ja noch ändern, erweitern. Es könnte gar nichts bedeuten. Oder auch alles. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Ja. Also, wie gesagt, das geht mir jetzt auch zu sehr auf. Ich bin lieber einer, der halt schon Nahkampf macht, aber gerne auch mobil, flexibel ist, schon mit Ausweichen eher. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Zum Beispiel auch bei The Witcher, da habe ich auch die leichte Rüstung gewählt. Und bin dann eher ausgewichen, anstatt zu blocken oder sowas. Ja, bei Guild Wars auch das gleiche, der Dieb ist ja auch genauso. Ja, das fehlt mir ja so ein bisschen. Genau das ist die Frage, Kleine. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eines besitzt, aber deshalb besuchen wir ja auch Aden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Yolvan. Wir treffen uns dort. Okay. Was könnte das alles nur bedeuten? Eine gute Frage. Sollte mal was zu mir nehmen.
Sicherheit kommen mir gleich wieder Gegner. Ja, mal das Fragezeichen, ne? Hat der noch was zu sagen? Ihr seid also noch hier, hm? Ihr könnt euch wohl nicht entscheiden, ob ihr wissen wollt, was die Karten zu sagen haben. Richtig? Einst war ich. Nur weil ich das hier noch nicht durchgeklippt habe. Ihr findet, er ist ein verdammt gut Hughes, aber er wusste auch immer, wer unser Titel. Und wenn ein Schicksals. Was könnte das alles nur bedeuten? Nee. Keine Ahnung, warum der das Fragezeichen drüber hat. Seltsam. Okay, ist das jetzt eine andere Quest? Eisenlangschwert, oh, das gefällt mir. Kupfertalisman. Wo finde ich den Talisman hier? Ach. Das ist ein Schild. Okay. Das Eisenlangschwert. Okay. Ach, das ist das, was ich schon habe? Nee. Das hab ich nicht, nee. Das ist es. Du hast einen Wissensstein entdeckt. In allen Sagen gibt es viele große Taten. Doch größer als die ihren nicht. Olaen, die Reine, die Lady des Lichts. Ritterin des goldenen Astes. Heilungssuchende. Gewissen der Sommerfeien. Herz des Frühlings, des Tags. So ihre Weihen. Okay. Also, wenn man alle findet von einem Satz, dann kriegt man einen permanenten Bonus. Ne? So. Sollten wir die Augen nach aufhalten. Würde ich sagen. Was ist das da für ein Vieh? Bist du nett? Bist du auch. Alter! Chill mal! Gibt's ja nicht. Tretet einfach alle zurück. Du hast einen der Ort entdeckt. Jetzt kann kannst du über die Weltkarte oder der Schnellreise. Okay, schön. Weltkarte. Kannst du bereits entdeckte Orte auswählen und per Schnellreise zu ihnen gelangen. Rohart. Okay, diesen Weg sind wir jetzt gegangen. Hier rum? Ne, hier sind wir. Ach, das ist das Ziel. Okay. Hier sind wir langgelaufen, okay. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Na los! Lass mich mal sehen. Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat. Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist eine Schande, jemand anderen so zu behandeln, auch wenn er zu den Feien gehört. Sehe ich genauso. Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Nun, da seid ihr die Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feie namens Eri. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Bittet um ihre Hilfe. Ich